Und wie gesagt, ich glaube schon, dass die Sendung so ein bisschen darauf ausgerichtet ist, dieses Format. Mir hat es aber einfach nicht gepasst. Also ich war sowieso jetzt nicht der Traumwinner damals. Aber wie ist das denn, wenn du jetzt sowas siehst hier, wie der Raab das da gerade macht mit, ich kann den Namen nicht aussprechen, was, weißt du, aber du weißt, was ja, du machst. Das ist ja schon, also im Prinzip besetzt er ja meiner Meinung nach wirklich so diese Marktlücke in all diesen Castingshows noch das Authentischste rauszusuchen. Oder findest du das auch nicht besser? Ich habe das erst einmal gesehen vor Weihnachten, diese Sendung. Ich meine, da waren absolut richtig gute Leute dabei. Was ich gut finde bei ihm ist, dass die Leute ein Instrument spielen dürfen während der Sendungen, dass sie eigene Sachen auch singen dürfen. Und das ist das, was halt bei DSDS einfach komplett fehlt. Was ich auch immer ganz schade finde, dass die Leute nicht zeigen können, wenn sie ein Instrument beherrschen. Oder wenn ich hatte ja auch schon irgendwie jahrelang in einer Band gespielt, hatte eigene Songs und dass man dann zum Beispiel nicht in einer Sendung mal einen eigenen Song irgendwie präsentiert. Und das finde ich auch komisch. Bei Raab Beispiel eigentlich ganz cool. Und das hat bei uns, war das halt nicht so. Mhm. Ja, Sendung läuft so langsam davon. Ganz viele eigene Songs von dir gibt es auf dem neuen Album. Mhm. Moving On ist schon raus, oder? Seit 7. Dezember letztes Jahr. Seit 7. Dezember gibt es aber auch bei uns zu gewinnen auf dem Win-Button. Schön, dass du da warst, Elli. Ja. Große Freude. Kommst du nochmal wieder mit dem nächsten Album? Ich komm dann. Wir lassen den Stuhl so lange für immer. Bin ich frei. Ja. Und viel Glück für die Zukunft. Bist du irgendwann zu sehen in Köln? Irgendwas schnell? Ja, noch ja, Tour ja. Wir machen im April eine kleine Clubtour und da werden wir auch ganz bestimmt in Köln aber Stationen machen und besten auf der Homepage lesen: elli-e.com. Elli-e.com. Also, das war leider heute. Jetzt haben wir noch, ich glaube, 5 Sekunden und das gibt uns die Zeit, euch noch zu sagen, dass ihr nächste Woche Donnerstag um 20 Uhr wieder einschaltet und dann diese fantastische Supershow weiter. Vielen Dank. Spaß in Azeroth. Ja. Okay, Mark. Iron Forge. Mehr kenne ich auch nicht.